Willkommen in der HDI Arena, willkommen zu dieser heutigen Begegnung, liebe Zuschauer. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir hat Frank Buschmann Platz genommen und wir werden das Spiel für Sie kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Liga. Hannover 96 gegen Hamburger SV. Wir sind also in der Liga zu Gast, eine sehr reizvolle Partie, zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight, die Stimmung ist riesig. Mit der besten Defensive der Liga im Rücken werden sie hier im Heimspiel natürlich selbstbewusst auftreten. Und damit haben sie natürlich beste Voraussetzungen für dieses Spiel. Und so gehen es die Hannoveraner an. Wir sehen bei ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Einen Wechsel gibt es heute in der Startelf des HSV. Ansonsten ist das altbekanntes Personal. Im Tor Julian Pollersbeck. Rick van Drongelen spielt zusammen mit Gideon Jung in der Verteidigung. Und vorne haben wir bei Ihnen einen Einmannsturm. Sieht erstmal nicht gefährlich aus, aber abwarten. Sie können während des Spiels ja variieren. Prim. Marvin Bakalorz. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Jetzt müssen sie aufpassen. Keine gute Aktion. Schlecht verteidigt. Marvin Bakalorz. Jetzt können sie vielleicht kontern. Was macht er draus? Jetzt die Möglichkeit. So eine Chance musst du eigentlich nutzen. Boah, ich weiß auch nicht, das war am Ende gar nichts. Den Konter müssen wir loben, aber den Abschluss, naja, den sollten wir schnell vergessen. Khaled Nari. Berkay Özgan. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Schöner Pass. Macht er gut. Tolle Parade. Und so geht der Ball knapp über die Latte. Jetzt der Eckball. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Und jetzt ein Zweikampf. Kittel. Da verlieren sie den Ball. Auswärts haben sie zuletzt gewonnen, das soll heute so weitergehen. Da gab es ja am Ende ein 1:0 zu feiern. Heute stehen die Zeichen für meinen Geschmack aber eher auf Unentschieden. Da passt er auf, Ball geklärt. Kein Eckball hier, sondern Einwurf. Richtig entschieden, auch wenn es knapp war. Und es geht mit Abstoß weiter. Duziak.
Gute Aktion. Hereingabe in die Mitte. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Duxch. Sie am Platz. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Jetzt der Ballverlust. Marvin Bakalotz. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Den nimmt er direkt. Was für ein Tor. Tolle Aktion und auch super vorbereitet. Hier nochmal dieser Treffer. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Ecke, das ist die Chance zum Ausgleich. Nicht abgewartet, sondern die Direktabnahme versucht. Und das erfolgreich. Ecke in die Mitte. Duxch. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Oh, viel Platz jetzt. Der muss da drin sein. Was für eine Chance, aber er hat ihn. Und jetzt ärgern sie sich natürlich. Das war kein guter Abschluss. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Da wäre jetzt Platz. Jetzt die Flanke. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Da geht die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht einen Tick zu spät. Ja, das war tatsächlich abseits. Gutes Auge vom Assistenten. Ballverlust. Was macht er draus? Sieht gefährlich aus. Ja, energischer. Hinterseher! Den hält er völlig ohne Probleme. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Genki Araguchi. Zur Pause steht es 1-0, ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Nicht so überraschend, das Resultat zur Pause. Sie mussten bisher kein Gegentor hinnehmen. Wie so oft zuletzt. Sie sind extrem, extrem. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Rick van Drongelen. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Jetzt ist es gefährlich. Jetzt vielleicht. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen.
er es nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Kalenari. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Duziak. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Schöner Pass. Den Ball spielt er gut. Er ist frei in der Mitte. Sie sind so nah dran, hier ein weiteres Tor zu erzielen. Da tut sich was an der Seitenlinie. Wechsel bei Hannover 96. Und ich bin gespannt, ob der neue Mann hier sofort reinfindet in diese Begegnung. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Genki Araguchi. Klar, gibt Einwurf. Fängt diesen Ball ab. Kittel. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Gute Aktion. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Ballverlust. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Der Ballverlust. Da kann er ihn stoppen. Duziak. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Torhüter muss nicht eingreifen. Der Ball fliegt über das Tor. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Macht er gut. Super dazwischen gegangen. Hinterseher. Geht dazwischen und hat den Ball. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Moritz. Hinterseher. Da verlieren sie den Ball. Aaron Hunt. Hinterseher. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Was macht er draus? Duksch. Gefährlich. Jetzt der Schuss. Da geht auf jeden Fall noch was. Sie sind nah dran und könnten erneut treffen.
Da tut sich was an der Seitenlinie. Wechsel bei Hannover 96. Ja, soll noch mal ein neuer Impuls von der Bank kommen. Duziak. Klasse Pass. Jetzt eine gute Flanke. Da passt der Verteidiger sehr gut auf. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Sie holen sich den Ball. Ganz einfach an den Ball gekommen. Super Aktion. Das ist die Ball. Und da ist der Schlusspfiff. Sie holen sich den Sieg heute. Dein Fazit, Buschi? Ja, für mich das passende Ergebnis. Sie haben eine gute Leistung abgerufen und waren einfach besser als der Gegner. Diesen Sieg haben sie sich verdient. Die beste Abwehr hat wieder mal zugeschlagen. Überhaupt nichts zugelassen. Es ist schon beeindruckend, wie gut die da hinten stehen.